Hallo Freunde, willkommen zurück bei State of Stadia. Es gibt eine neue App-Version der Stadia App und zwar die Version 2.23. Und 9to5google.com hat sich erneut diese Version angeschaut und Interessantes gefunden. Also, ich zeige es euch jetzt im Video. Viel Spaß dabei. Die Stadia-App liegt momentan noch in der Version 2.19 vor, zumindest bei mir. Nichtsdestotrotz gibt es bereits die Version 2.23. Und natürlich hat sich 9to5google.com die Mühe gemacht, in einem APK-Teardown sich die Datei mal genauer anzuschauen. Drei große Features wurden gefunden, beziehungsweise Hinweise auf die Features. Man weiß ja nicht, ob diese kommen oder wann diese kommen, aber bei diesen drei Features bin ich ganz fest der Meinung, dass sie kommen, weil erstens wurden einige davon schon mal angeteasert, zweitens gibt es etlichen Bedarf dabei. Nummer 1 ist Play on Mobile Data, sprich ihr könnt bald eventuell unter Umständen auch mal über eure mobile Datenverbindung spielen. Bestens natürlich über 4G LTE, aber auch mit der kommenden 5G-Generation würde das Ganze Sinn machen. Es gibt Hinweise darauf, und zwar Use Mobile Data, dann kannst du einfach Stream Games using Mobile Data when disconnected from Wi-Fi. Natürlich wird das Ganze auch erstmal über die experimentelle Features sicherlich freigeschaltet werden, die es ja neuerdings gibt in der Stadia App. Aber ich bin der Meinung, das Feature wird kommen, vielleicht wird es auch ziemlich zeitnah angekündigt bei der Stadia Connect, die im Juli stattfinden wird. Für Deutschland hat das Ganze meiner Meinung nach noch nicht wirklich diesen Einfluss, weil hier gibt es in Deutschland ziemlich harte Grenzen beim Datentraffic, ob man nun 10 Gigs dabei hat oder 20 Gigs dabei hat. Mit diesen Grenzen kann man nicht wirklich bei Stadia gut spielen. Das weitere Feature, was groß erwartet wird, nicht nur in meinem Haushalt, auch von anderen Spielern weltweit aus der Stadia Community, ist Family Sharing. Bedeutet, ihr könnt eure Google Family, die ihr bisher eingerichtet habt oder die ihr neu einrichten wollt, bald nutzen in Stadia. Denn momentan sieht es so aus, für jedes Kind, was ihr mit Stadia spielen lassen wollt, müsstet ihr jedes Spiel extra nochmal kaufen. Das ist mit Family Sharing bald Geschichte und es wurde ja eigentlich für das erste Quartal 2020 angekündigt, zumindest Anfang Januar. Und jetzt ist es bald soweit. Share your games with your family, enable family sharing. Das würde ich sofort machen, weil alle meine gekauften und freigeschalteten Spiele, auch die aus dem Pro-Abo, würden demnach sofort auf meine Familienmitglieder übertragen werden. Und ich kann euch sagen, meine Kids spielen beispielsweise Get Packed sehr, sehr oft. Ein tolles Feature, das will ich definitiv haben. Feature Nummer 3, Benachrichtigung. Machen wir uns nichts vor, bisher, wie habt ihr erfahren, dass es neue Pro-Deals gibt oder neue Spiele verfügbar sind? Entweder über Artikel, News oder Hinweise von Freunden oder hoffentlich durch meinen Kanal, durch meine Features. Aber endlich gibt es Push-Messages, um damit die Benachrichtigung für beispielsweise neue Pro-Games, die ihr zum ersten eines jeden Monats freischalten könntet. Oder es gibt neue Deals und so weiter und so fort. Ich finde, das ist zwingend erforderlich. Sollte man natürlich abschalten können für jeden, der das gerade nicht nutzt, als reine optionale Geschichte. Aber ich finde, es ist eine ganz tolle Sache, brauchen wir unbedingt. Und das soll es für heute schon wieder gewesen sein. Ich bin ganz gespannt, was davon kommt und was davon kommt und vor allen Dingen, wann es kommt. Also, meine lieben Leute, für heute erstmal wieder Adieu in die Runde und bis bald.